Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Red Faction Armageddon. Ich bin der Fennec und wir befinden uns jetzt in diesem uralten Tempel. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Ich hoffe, ich kriege das noch halbwegs auf die Reihe mit der Steuerung. Aber naja, wir werden sehen. Hier ist auf jeden Fall schon mal das erste Audio-Log. I was wrong. This wasn't the Red Faction. It never was. Something has been awakened. Something that's been here for a long, long time. We should have known better. We were too focused on what we wanted to believe. We've been overrun. The Chancellor is missing. Half our forces are dead. The rest won't survive the week. We planned for the wrong war. And now... Now it's too late. Okay, unsere Leute werden jetzt scheinbar hier von den ekelhaften Käfern oder dieser außerirdischen Spezies vollkommen überrannt. Muss mal kurz gucken, wie wir genau das Labor finden. Ich wusste gerade nicht mehr, wie wir den Wegpunkt machen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns hier was kaufen können. Sieht ganz danach aus. Erhöht die Wirkung von Kopfschüssen erheblich. Vergrößert den Einschlagsbereich erheblich. Menge Munition. Erhöht die Menge der Munition, die du bekommst, wenn du Munition aufnimmst. Geht's noch eine Gruppe nach oben? Ja, oder? Okay, da kann ich noch nicht hin. Die Magazingröße aller Waffen wird erhöht. Das haben wir ja schon. Schussfrequenz. Lädt ihre Energie schneller wieder auf. Wir sollten auch mal diese Schutzhülle öfter benutzen. Die ist ja auf X und auch generell alle anderen Fähigkeiten ein bisschen häufiger benutzen. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal... Nanoschmiede lädt ihre Energie schneller auf. Und das können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Und dann gehen wir jetzt mal weiter hier. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Hier sieht ja alles vollkommen... Fuck it! Wo ist er? Geist! Scheiße, ein Geist. Das gibt's einfach nicht. Huch, nein. Ach, das war der Druckstoß. Scheiße. Oh, aber einen anderen erwischt jetzt. Woo! Zur Hölle mit dir. Alter Schwede. Ich hätte mich vielleicht erstmal wieder ein bisschen einspielen sollen. Boah, Freunde. Wer will noch? Oh, noch du? Na, na, komm her. Nein! So, vielleicht nehmen wir die da gleich mit. Woo! Einer ist durchgekommen. Zwei sind durchgekommen. Wo ist denn der andere jetzt? Ah. Jump! Jump! Wo ist er? Da ist er! So. Das war's dann wohl mit denen. Das ist sogar hier. Was? Wow, Alter. One Hit. So sieht's aus. Da oben liegt eine Waffe. Komm, wir reparieren hier mal kurz. So. Hier oben liegt auf jeden Fall noch eine Waffe. Was haben wir hier? Ach so. Granatwerfer. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Labor finden. Ich hoffe, wir finden jetzt auch bald Adam Hale. Unseren alten, verhassten Erzfeind. So, ich muss ja gerade mal wieder ein bisschen alles ausprobieren. Alter. Oh, ich liebe diese Waffe. So, alle weggeputzt und in ihre Einzelteile zerlegt. Sehr schön, so soll es sein. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede, war das ja auch so geplant, dass wir dann runterfallen? Wahrscheinlich schon. Wie komme ich da jetzt hoch? Oh! Aber irgendwie den Arm, also diesen Tentakel, scheint es ja jetzt auch weggehauen zu haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir da hoch? Können wir da bestimmt irgendwo drüber jumpen, oder? Oder, ach so. Quatsch, was mache ich denn? Wir können es natürlich auch einfach zerstören, das ist ja das Logische eigentlich. Wow!
Okay, wo ist denn der jetzt rausgekommen? Ist ja gar kein Loch. Ich traue mich irgendwie nie. Ich will irgendwie nie immer die großen Waffen benutzen quasi, weil ich immer an den Munitionsverbrauch denke. Und das ist ja... Der ist ja schon erheblich. Und wir brauchen die vielleicht noch spätestens für Hale selbst oder für... Was war... Alter! Stirb! Mistvieh! Oh. Was ist das? Alter! Du kannst das Ding so lange heben, wie du willst. Ich baller dich weg. Das ist nicht ganz die feine englische Art hier, aber... Oh ja, losgelassen. Die hier sind natürlich auch mega intelligent, wie man sieht. So. Der wäre erledigt und da ist wieder ein Audiolog. Ach, komm schon. Ach, was mache ich denn? Was? Alter! Du willst dich doch verarschen. So. Hören wir uns das Ganze doch mal an. Lab reports came back on one of the bugs we brought in. And, well, something has to be wrong. There are distinct genetic similarities between these creatures and the Alter Plague from 2075. No one knows what this means, but until we do, I suggest we keep it to ourselves. Okay. Wer hat eigentlich dieses Audiologs hier unten platziert? Ich meine, die ganzen Einwohner oder irgendwas müssen ja schon seit Ewigkeiten tot sein. Oder waren hier jemals Einwohner? Das ist auch eine berechtigte Frage eigentlich. Und wir haben 80 Punkte zu wenig. Das ist ja ultra lächerlich. Es sei denn, wir haben was, was ein bisschen weniger kostet, aber ich glaube nicht. Das kostet normalerweise alles 1000. Verdammt nochmal. Kommt vielleicht hier irgendwas? Nee, natürlich nicht. Na, kostet alles 1000. Das ist natürlich richtig blöd. So. Vielleicht finden wir hier gleich noch ein bisschen Barschrott. Wow! Eieieiei! Alter! Was ist das? Genau das meine ich. Alter, das haut sogar die Großen weg. Das ist ja richtig krass. So. Marschrott haben wir natürlich jetzt keinen bekommen. Aber... Wow! Alter! Alter, bin ich gerade erschrocken. Alter Schwede. Komm schon, weg damit. Oh, die sind Mist geworden. Ich höre wieder was wuseln. Alter. Schon vom Runterfallen habe ich gerade einen richtigen Schock gekriegt. Oh, das war dumm. In der Tat, das war nicht intelligent, muss ich zugeben. So, jetzt holen wir uns das hier. Jetzt holen wir uns den Barschrott. Und jetzt haben wir über 1000. Und jetzt können wir gerade schnell da hochlaufen. Und uns noch ein Upgrade kaufen. Das wir wahrscheinlich jetzt auch dringend benötigen werden. Ist nämlich schon verdächtig, dass jetzt hier so viel Barschrott und andere Sachen rumliegen. Megadruckstoß, den nehmen wir jetzt. So. Okay, Megadruckstoß. Ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt da runter. Da liegt schon wieder ein Haufen Munition und es wird immer verdächtiger hier. Aber bisher kommen wir ja ganz gut klar eigentlich. Oh Mann. Ich hätte es nicht sagen sollen. Alter! Was? Shit! Wie viele denn noch? Oh nein. Aber wir haben die Brücke zerstört, das ist gut. Was? Alter, willst du mich verarschen? Verpisst euch! Aber die sind ja nicht wirklich ein Problem eigentlich bisher. Nur in Kombination mit den Großen sind die halt... Was? Alter! Zur Hölle! Dass sie jetzt auch von hinten kommen, das ist ja richtig, richtig fies hier. So. Wo haben wir denn jetzt unseren großen Freund? Sagen wir jetzt aber nicht, dass der jetzt weggelaufen ist hier. Ja, ich habe eine Idee.
soll herkommen. So, jetzt muss es nur noch funktionieren. Toll, der sprengt sich halt die Brücke selbst weg. Das ist natürlich auch ein mega intelligenter Gegner. Wow. Gut, vielleicht nicht mega intelligent, aber mega stark ist er auf jeden Fall. Ach, naja, gut. Den brutzeln wir ja gut weg. Alter. So, der hat sich gerade selbst in die Luft gejagt. Auch nicht schlecht. Das ist also der Megadruckstoß. Wir bauen uns hier mal wieder ein bisschen die Brücke auf. So, jetzt nehme ich mal wieder die andere Waffe hier. Aber wir haben eigentlich viel zu wenig Munition mittlerweile. Wir brauchen deutlich mehr. So. Okay, okay. Ich nehme jetzt mal wieder die Waffe. Ne, ich nehme jetzt mal die Waffe wieder. Lad mal nach. Irgendwie die Gegnerfrequenz, also die Frequenzen der Gegner auftauchen und uns angreifen, die wird immer und immer höher. Und irgendwie kommt mir das mittlerweile verdächtig vor, weil wir kommen ja auch immer tiefer ins Planeteninnere. How long did we know about these things? How many people have died because of this secret? Thousands? Millions? All in the name of science. We're just as bad as K-Pek. Maybe worse. Ja, möglich, dass die Existenz dieser Kreaturen schon sehr, sehr lange bekannt war. Aber... Alter. War das jetzt eine Falle oder ist es einfach nur abgebrochen? Und wo sind Hales Kultanhänger? Das ist ja auch so eine Sache. Und was ist das? Okay, Moment. Hier haben wir Barschrott. Was ist denn das? Es scheint eine defekte Konsole zu sein. So. Das wollen wir natürlich. Haben wir auch schon wieder fast 300. Das ist ja richtig krass. Boah, und meine Nase juckt. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Oh. Aha, jetzt kommen sie. Ich meine, rein theoretisch könnte ich ja... Nein! Kein Geist, kein Geist! Fuck it! Zwei Geister, ey! Verarsch mich nicht. Oh Mann, ey. Zur Hölle mit dir! So, einen hätten wir. Wo ist unser zweiter Freund? Oh ja, so sieht's aus. Okay. Ja. Widerlich. So. Nehmen wir mit. Lass mal liegen. Das brauchen wir da natürlich auch nicht mitnehmen. Und liegt wieder schon so scheiße viel Munition, dass ich schon wieder einen sehr, sehr üblen Verdacht habe. Und wir haben jetzt wirklich dauerhaft eigentlich für alle Waffen volle Munition. Where is everyone? Scans show no movement in the area. Oh. I don't like this, Sam. Scheiße. Große Kammern sind niemals etwas Gutes. Und jetzt. Das hier sieht mir eher aus wie so ein Tor. Und ich habe einen ganz, ganz miesen Verdacht, wenn wir da jetzt reingehen. Oh, Scheiße, ey. Nein, was? Ah! Nein, nein, nicht so einer. Nein, nicht so einer. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Fuck you. Alter, als eben das Licht angegangen ist, meine Fresse, aber den kriegen wir ja ziemlich leicht down. Jetzt haut er auch noch ab. Der haut halt wirklich ab. So. So, Freunde, den haben wir auch. Jetzt holen wir uns noch die Munition zurück erstmal. Und zack.
Sehr schön. Wir sollten das Magnetgewehr mal wieder ein bisschen häufiger einsetzen. Eine Waffe ohne Munitionsverbrauch, die so verheerenden Schaden anrichtet, die darf man nicht außer Acht lassen.